Ja, ich begrüße euch beim unseren Vortrag Raspberry-Pi-Projekte. Der Vortrag wird gehalten von mir, Martin Stromer, und von meinem Freund und Kollegen Manfred Wallner. Hi. Ich möchte ein bisschen was über uns noch erzählen. Und zwar, wir sind beide C++-Entwickler bei der Firma Crystal, Seibt & Co. und möchten uns an dieser Stelle auch gleich bedanken, dass wir die Vortragsfolien und den Vortrag vorbereiten haben können in unserer Arbeitszeit und da von unserem Arbeitgeber da unterstützt worden sind. Und wir haben auch in gewisser Weise Beziehungen in unseren Projekten zu der Firma. Das wird der Manfred dann vorstellen, wo wir auch praktisch Raspberry Pi Projekte bei uns in der Firma eingeführt haben. Ja, ich beginne gleich einmal, also wir teilen uns den Vortrag so ein bisschen auf. Ich möchte am Anfang ein bisschen was erzählen, was es halt Neues gibt im Bereich Raspberry Pi und von der Raspberry Pi Foundation. Und später wird dann der Manfred noch einzelne Projekte vorstellen, die aus verschiedenen, also aktuelle und ältere Projekte. Und zum Schluss werde ich dann auch nochmal ein bisschen was über Retro Pi Gaming, also über Retro Gaming mit Laka, mit der Raspberry Pi erzählen. Ich fange mal an mit, was gibt's so Neues von der Raspberry Pi Foundation so im letzten Jahr? Also am B-Day, am 14.03. ist die neue Raspberry Pi 3B Plus herausgekommen. Und schon länger zurück ist wahrscheinlich von den wenigsten beachtet die Raspberry Pi Zero WH auf den Markt gekommen. Und dann werde ich euch jetzt noch erzählen, was da die Spezialitäten sind oder was wieso die was Besonderes sind. Das erste, die Raspberry Pi 3P Plus, ist jetzt praktisch, könnte man sagen, eine Verbesserung der Raspberry 3, B3, wo einzelne Komponenten verbessert worden sind. Das sind zum einen einmal, hat es ein bisschen was in der CPU getan, es gibt eine neue Revision innerhalb der CPU, tatsächlich wenig verändert, aber sie wird jetzt mit 200 MHz mehr getaktet, also die alte war mit 1,2 GHz getaktet und die neue ist jetzt mit 1,4 GHz getaktet, hat auch einen Heatspreader, nennt man das, also ein Metallblech auf der CPU bekommen, um besser Wärme ableiten zu können. Das ist eigentlich das entscheidende Problem ist, dass man hier nicht höher takten kann, weil einfach die Leistungsaufnahme des Chips dann zu hoch wird. Am RAM hat sich nichts geändert, der ist gleich geblieben und auf der Rückseite der Platine sieht man jetzt hier nicht. Was wieder ganz neu ist, also es gibt Kontakte für PoE, das heißt Power over Ethernet, das heißt, da kommt noch ein Aufsteckboard, das man auf die Raspberry Pi draufstecken kann und wo man sie dann aber PoE auch versorgen kann. Dann gibt es einen neuen LAN-USB-Chip, also die Raspberry Pi hat nur einen USB-Bus. Dieser wird mit einem Chip auf einen USB-Hub mit 4 Anschlüssen erweitert und gleichzeitig Ethernet wird auch durch diesen Chip bereitgestellt und der kann jetzt neu auch Gigabit, wobei natürlich hier zu beachten ist, dass sich wieder die USB und der Ethernet den Kanal teilen, das heißt, wenn man da Festplatten anschließt und übers Netz dann drauf zugreift, dann halbiert sich die USB-Transferrate natürlich. Aber durch das Gigabit kann man jetzt durchaus einiges mehr an Übertragung rausholen. Also früher war es ja nur 100 Megabit Netz, wo man mit ungefähr 10 Megabyte pro Sekunde limitiert war. Und jetzt geht doch einiges mehr. Dann hat sich noch ein bisschen Details geändert. Also in der Spannungsversorgung, da gibt es jetzt einen Power Management Chip, der auch verantwortlich dafür ist, dass man diese höheren Taktraten auf der CPU zusammenbringt. Und dann, was auch noch eine sehr wichtige Änderung ist, beim Wi-Fi, also Wi-Fi ist dabei jetzt, Opta 3er, und hier ist aber ein neuer Chip jetzt im Einsatz, der auch im 5 GHz Band Wi-Fi sich connecten kann und hier auch AC kann. Die Geschwindigkeiten sind jetzt nicht viel mehr, weil halt hinten auch die Busse limitiert sind und die Antennen limitiert sind, die drauf sind. Es gibt eine Antenne und so ist die Übertragungsrate jetzt nicht wesentlich höher, aber immerhin kann man jetzt im Gigabit, im 5-Gigabit-Netz, das eben nicht so belastet ist, besonders im städtischen Bereich, sind ja sehr viele Geräte auf den 2 GHz und man wird das bei den Nachbarn eben dann sehen, dass jeder in sich gegenseitig stört. Und was vielleicht eine Kleinigkeit ist, also dieses Modular Compliance-Zertifikat, das ist ermöglicht, dass
weniger Tests, also wenn man es in einem kommerziellen Umfeld betreibt, muss man hier weniger Compliance-Tests machen. Das ist ein als großer Vorteil, aber das trifft erst für den Privatkunden ja weniger zu. Ja, das waren so die Änderungen mit dem neuen Board. Interessant für manche Leute ist aber vielleicht auch, was hat sich nicht geändert. Und zwar, das ist Raspbian unterstützt weiterhin alle Raspberry Pi-Versionen, auch die allerersten Versionen der Revision 1. Es hat sich über die ganze Entwicklung immer die GPU ist gleich geblieben, das heißt, das ist immer das gleiche System. Es hat damals durch die Einführung der B+, ist das Format eingeführt worden mit den 4 USB-Plätzen und die Bohrungen und diese sind seit der B+ dann gleich geblieben, sowie die 40-Pin-GPIO, die sind auch gleich geblieben. 512 MB RAM gibt es auch seit der Raspberry Pi 2, das ist jetzt beibehalten worden, kann man auch nicht so einfach vergrößern. Haben sich vielleicht viele gewünscht, dass da mehr wie 1 GB bei der neuen drinnen ist, aber es ist halt einfach preislich, aktuell sind die RAM-Preise relativ hoch und das kriegen sie dann nicht zusammen, dass sie da jetzt mehr RAM reinmachen, um den Preis stabil halten. Weil das ist auch noch ein Punkt, das, was sie immer versucht haben, immer konstant zu halten, dass mit jeder neuen Raspberry Pi den Preis gleichbleibend haben. Interessant vor allem für Leute, die Bücher schreiben zum Beispiel, wenn es Anleitungen gibt, wenn das relativ konstant immer praktisch sich nicht ändert, dann sind auch alte Anleitungen immer noch aktuell. Für solche Sachen sind diese Dinge interessant, die gleich bleiben. Das zweite, was er entwickelt hat, ist eben die Raspberry Pi CWH und das Besondere hier im grünen Kästchen sieht man es, es ist die Steckerleiste im Gegensatz zu den anderen Pi Zeros, die bis jetzt rausgekommen sind, bereits eingelötet und das wirklich Wichtige ist, diese ist unlimitiert bestellbar. Das heißt, alle anderen Raspberry Pi Zero Varianten waren ja immer nur auf eine Bestellung, durfte nur eine geliefert werden. Das eben vor allem, wir haben ja den Raspberry Pi Jam organisiert und da war vor allem Raspberry Pis zu besorgen eigentlich ein großes Problem, weil die nur einzeln verkauft worden sind. Und heuer haben wir endlich diese WH bestellen können, da haben wir gleich 16 Stück auf einmal ordern können und haben natürlich auch einen Vorteil über die Versandkosten dann gehabt. Ansonsten hat sich also praktisch ja am Board selbst nichts geändert. Wir haben immer noch den ARM11-Prozessor mit 1 GHz. Jetzt im Vergleich relativ langsames System, weil es ja auch nur ein Core-System ist. Aber wenn man mit GPIOs arbeitet, ist das oft nicht so relevant. In der Programmierung, halt mit der Programmierumgebung, muss man sich dann anschauen, was man dann verwendet. Oder kann man halt nicht diese hochentwickelten IDE-Systeme verwenden, die jetzt Code gleich in bei der Eingabe reviewen und so weiter. Aber ansonsten für Genie zum Beispiel, wie wir sie im Raspberry Pi Jam verwendet haben, das läuft ganz gut auf diesem System. Der Rest, eben WLAN ist schon fix drauf mit 2,4 GHz. Mini-HDMI-Anschluss hat es, Micro-USB-Anschluss für Power und Ethernet. Also da kann man Ethernet simulieren, aber das zeige ich später noch. Und die GPIO-Leiste. Interessant vielleicht, was jetzt im Vergleich zu einer richtigen Raspberry Pi da fehlt oder nicht dabei ist, ist zum ersten Mal, es gibt kein Analog-Audio, wie beim anderen, so ein Klinkenstecker, der fehlt komplett, das kann man über GPIO nicht noch, wobei beim Composite, also den analogen Video-Out, den hätte man jetzt auf Pins gelegt, den könnte man sich anlöten, aber Audio nicht, was auch in gewisser Weise recht wichtig ist, dass Adobe Flash wird nicht unterstützt, man klingt jetzt witzig, aber das wird bei Scratch 2, also das für Kinderentwicklung oder Jugendliche, sehr promotet wird und es für Beispiele gibt, die laufen auf der C, auf der nicht, sondern da müsste man Scratch 1 benutzen, das jetzt optisch nicht so ansprechend ist. Und natürlich das LAN fehlt und auch der Displayanschluss fehlt. Ja, also wir haben gestern diesen Raspberry Pi Jam organisiert. Wir haben heuer ein bisschen mehr dazu noch investiert an Zeit und Ressourcen und haben eine Homepage gemacht, haben eine Domain angemeldet, E-Mail, Twitter gibt's. Wir haben versucht, den Twitter-Account sehr zu promoten. Wir haben 5 Beispielprojekte entwickelt und Anleitungen dafür geschrieben, in den 3 Programmiersprachen C, C++, C Sharp und Python.
da wir da das Team praktisch aufgestockt haben, konnten wir hier auch mehrere Programmiersprachen unterstützen. Wir haben eine eigene Distribution uns angepasst sozusagen. Ich meine, es ist ein bisschen hochgesprochen, eigene Distribution. Wir haben das Raspbian genommen, haben gewisse Teile vorinstalliert und haben vor allem das Zero OTG-Mode für Ethernet, das noch einmal zeigt, wie das connected wird, dort bereits vorinstalliert, sodass die Leute das sehr einfach nutzen können, weil wir bereits voriges Jahr haben wir auch schon einen Jam und da gesehen haben, dass die Leute damals hauptsächlich mit der Installation beschäftigt waren und sie gar nicht bis zu die Projekte gekommen sind. Und ansonsten haben wir eben noch so Bastelsets und Sensoren gekauft und ja, damit die Leute das gleich kaufen können und die richtigen Teile dabei haben. Das ist so ein kleiner Bild von gestern. Ganz links sehen wir einen Twitter-Post, der sehr gut angekommen ist. Es gibt so Vorlagen, die man auf die GPOs draufstecken kann, die dann eine Beschriftung haben. Es hat die Leute sehr gut gefallen, hier haben wir sehr viele Reviews gekriegt. Im mittleren Bild sehen wir mal ein paar Leute, die halt da jetzt ja, so Bastelprojekte umgesetzt haben. Wir sehen die Anleitung, die da das erleichtert hat. Und rechts sehen wir so einen Aufbau, den wir jetzt zu Präsentationszwecken alle Projekte auf ein Board draufgesteckt haben, um einfach zu zeigen, so könnte das ausschauen und so könnte man 5 Projekte praktisch auf einem System direkt drauf haben. Das waren die Projekte, die wir in der Anleitung gehabt haben. Ja, so waren ungefähr die Teilnehmer. Wir haben ungefähr an die 20 Leute herum gehabt. Und es war ganz, ganz okay, also es war nicht überfüllt und wir haben alle gut unterstützen können und haben ausreichende Materialien gehabt. Ja, das ist kurz nochmal dieser OTG-Mode, den ich kurz noch erklären würde. Voriges Jahr hat es einen Vortrag gegeben, den kann man sich auf YouTube anschauen, da habe ich das nochmal ganz genau erklärt. Nur hier nochmal kurz, wir haben die Raspberry Pi Zero, die wird über ein Micro-USB-Kabel an einen Laptop oder einen PC angeschlossen. Auf der Raspberry Pi Zero läuft ein DHCP-Server, das heißt, die IP-Adresse wird automatisch vom Gerät an den Laptop weiter übergeben und man braucht nichts einstellen, weil jede neue Netzwerkverbindung automatisch auf DHCP-Client gestellt ist. Und so hat man direkt eine Connection und es gibt dann noch mit ein paar Befehlen, also hier in der Mitte sieht man die IP-Adresse, die dann an den Laptop vergeben wird. Das ist immer die gleiche, die an die MAC-Adresse gebunden ist, die wir definieren auf der Raspberry Pi Zero. Und wenn der Laptop dann im Internet ist, kann man diese Internetverbindung weiter routen, sodass auch die Raspberry Pi Zero Internet hat. Dazu muss man ein paar Routing-Befehle eingeben. Da haben wir ein Skript hinterlegt, das einerseits auf der Raspberry Pi Zero auf dem vorbereiteten Image schon oben war oder man hat es aus dem Internet runtergeladen und wenn man mit dem connected hat, sind alle Einstellungen gleich direkt gemacht worden und man hat sogar Internet dann drauf gehabt. Wobei das Image so ausgelegt war, dass auch alle Projekte direkt drauf waren. Darf ich mal kurz? Der Martin spricht schon den ganzen Tag unten mit begeisterten Raspberry. Begeisterten heute beim bei unserem Stand. Du kannst später übrigens auch noch hinschauen. Wir stehen dann noch unten und haben noch einiges an Bastelsets. Also, wenn wer Lust hat, später vorbeischauen, bitte. Ja, hier sehen wir ein paar dieser Projekte oder ich habe jeweils immer ein Slide für die einzelnen Projekte vorbereitet. Das heißt, das erste Projekt, das ist ein Anfängerprojekt und war in so einem Anfangskit ein günstiges, was wir gehabt haben, um 2 Euro. Dabei, da haben wir ein Brettboard, die Kabeln und ein LED und da kann man so über zum Beispiel über die Shell oder über C oder C-Sharp, alles mögliche Python, kann man Blink-LED einfach machen. Das ist praktisch so der Einstieg, den klassischen, den man auf die GPIOs macht. Ein bisschen erweitert wäre jetzt, da haben wir so eine Ampel gekauft, da sind schon Vorwiderstände drinnen. Und die kann ich auch direkt über die GPIOs dann schalten. Und da kann ich zum Beispiel eine österreichische Ampel noch programmieren, die jetzt recht interessant ist. Ein deutsches ist nicht so interessant, weil dadurch diese blinkende grüne LED, die wir am Schluss haben, bevor es wieder auf gelb schaltet, da kann man schon für Einsteiger mal so Schleifen programmieren lernen und das mit Schleifen umzusetzen. Wir haben dann natürlich ein bisschen anspruchsvollere Sensorenprojekte vorbereitet gehabt auch. Das ist zum einen diesen klassischen DHD22-Sensor, der jetzt Temperatur und Feuchte von der Umgebung auslesen kann.
Das ist jetzt praktisch auch verdrahtungstechnisch recht einfach. Dann gibt es noch diesen Ultraschallsensor, den wir daneben sehen. Der ist jetzt insofern ein bisschen anspruchsvoller, weil er mit 5 Volt arbeitet und man den Chip ja abschützen muss, entweder mit einer speziellen Schaltung, die jetzt von 5 auf 3 Volt das eine Trennung macht, beziehungsweise der einfachste Fall ist, dass man ja einfach einen Spannungsteiler realisiert, der jetzt diese Teilung macht. Und das ist eben hier mit 2 Widerständen einfach umgesetzt. Dann hatten wir noch ein Projekt, das ist ein 7-Segment-Display mit 4 Stellen. Das wird auch über eine Art Bussystem angebunden. Ich habe die Library in C dafür geschrieben. Also es gibt mehrere Libraries, aber ich habe noch einmal neu implementiert eine Library, weil wir dort auch Buchstaben dann darstellen kann. Die meisten Libraries, die es bisher gegeben hat, waren nur mit Hexzeichen. Und da konnte man dann Grad Celsius zum Beispiel ausgeben, die man am DHD gemessen hat von vorhin, oder die Distanz vom Distanzsensor. Hier sehen wir noch einmal genau, wie so ein Aufbau, eben das war unser Referenzaufbau, da alle Projekte auf einem Board oben drauf waren und noch ein paar Zusatzkabeln dran waren. Das wäre jetzt unser Projekt und jetzt geht's weiter mit dem Manfred. Test, test, danke. So, danke Martin. Also ich werde jetzt ein bisschen weitermachen mit sozusagen echten, größeren Anwendungen, Projekten, was man mit der Raspberry Pi alles machen kann, weil das Potenzial von der Plattform wird jetzt mit dem Raspberry Workshop heute nicht wirklich hervorgehoben. Der Martin wird am Schluss dann noch ein Projekt, sein Steckenpferd sozusagen vorstellen, aber ich fange jetzt einfach mal an mit den ersten Sachen. Klassisches Anwendungsbeispiel, Hausautomatisierung. Also seit 2014, glaube ich, war es das erste Mal da bei den Linux-Tagen mit der Raspberry Pi und das ist eigentlich ein Dauerburner. Also Home Automation, das ist jedes Jahr dabei. Und es ist also auch so, wenn man sich jetzt irgendwo ein neues Haus, eine Wohnung kauft oder nur die Rollläden wechselt, kann es sein oder ist sehr wahrscheinlich, dass man da um einen minimalen Aufpreis gleich einmal die Anschlüsse für KNX oder für Homematic oder was weiß ich drinnen hat. Das heißt, es wird auch, hoppala, immer interessanter. So, es ist finster. Ich glaube, es bin jetzt nicht ich. Das ist der Beamer. Also ich mache inzwischen einfach mal weiter. Der ist auf Standby gegangen. Technische Unterstützung, bitte, danke. Es ist ganz einfach so, man hat jetzt eigentlich schon überall die Möglichkeit, dass man eine Home-Automatisierung anbindet, weil es eben diese ganzen Systeme gibt, wie zum Beispiel Amazon Alexa. Jetzt nur kurz mal, wer hat ein Echo Dot oder Alexa zu Hause oder Google Home? Falsches Klientel? Nee, nicht ganz, sind schon ein paar. Okay, probieren wir es. Vielleicht kriegen wir noch einmal was. Ich schaue jetzt nur, also es gibt verschiedenste Projekte von der Raspberry Pi, für die Raspberry Pi, die jetzt das Thema Hausautomatisierung behandeln. Und ich habe jetzt eigentlich so 3 rausgepickt, die meine Go-Tos werden, wo ich euch sozusagen bitten möchte, wenn ihr das jetzt das erste Mal macht oder wenn ihr euch sowas anschaut, schaut euch mal die Projekte an, weil die sind meiner Meinung nach jetzt die besten oder die am weitesten entwickelten. Also das erste Projekt, das ist jetzt das FHEM, das ist Produkt deutscher Entwicklung, große Community. Also ich habe da jetzt die Zahlen so rausgeschrieben, die haben jetzt vor ein paar Tagen 770.000 Beiträge gehabt mit 77.000 Themen von 22.000 Mitgliedern und der letzte Beitrag war da gerade ein paar Minuten alt, also da passiert richtig was in dem Forum. Also die Folien sind dann später auch online. Ich hoffe, dass wir dann doch irgendwann wieder was kriegen. Also das ist mal das Erste, das ist FHEM. Sonst komm noch dazu. Ich glaube, das ist heiß gelaufen, gell? So, ich glaube, ich mache trotzdem weiter und wir probieren einfach in 3 Minuten den Beamer wieder einzuschalten. Ich werde einfach meine Redezeit inzwischen etwas ausdehnen. Also das erste Projekt ist FHEM. Wie gesagt, die Folien sind später alle online. Also es ist jetzt für mich angenehmer wie für euch, aber... Gut, als nächstes Projekt Node-RED. Node-RED, ich habe jetzt, muss ich gestehen, erst heute davon gehört, weil es gibt so viele Projekte und das Node-RED hat mir jetzt auf Anhieb gut gefallen. Es ist jetzt ein Tool, mit dem man relativ eigentlich
ganz grafisch Abläufe definieren kann und bestehende Systeme auch integrieren. Das heißt, wenn man so ein MQTT zum Beispiel hat mit IoT-Devices oder eben, keine Ahnung, einfach ein anderes System wie Homematic oder KNX und so weiter, die haben schon fertige Module, die hängt, zieht man da einfach wirklich rein, grafisch, macht aber Verbindungen und es geht. Also es ist vor allem auch für Leute, die jetzt nicht so programmieraffin sind oder von mir aus Linux-affin, man installiert ein Paket und hat eine Web-Oberfläche und kann sich das zusammen konfigurieren und es schaut recht cool aus. Ja, das Video überspringe ich jetzt mal. Das bringt sie leider nichts. Und das nächste zum Thema Hausautomatisierung und vor allem Home Security, das ist das Projekt Alert A. Das ist jetzt da von diesen drei oder, also wenn man jetzt da anfängt, es kommt immer darauf an, was man machen möchte. Wenn man jetzt gern eine Hausautomatisierung hätte, sprich Rollläden rauf, runter, Licht ein, aus und vielleicht noch eine schöne Android-App dazu, dann sage ich mal, okay, FM ist definitiv wert, dass man sich das mal anschaut. Kurz mit Wolfgang. Du, ich glaube, der Beamer, der hat vorher, der hat sich ausgeschaltet, der ist in den Beigang, ich glaube, das ist heiß gelaufen. Weil der hat nämlich auch kurz den Ventilator hochgedreht und dann war es finster. Okay. Ja. Ja, machen wir weiter. Ja. Also, das nächste Projekt dann wäre Alert A. Das geht eher in Richtung Home Security. Und zwar es ist wirklich ein Projekt, das ist, kommt aus dem Bereich sozusagen Monitoring und Alerting. Das heißt, man überwacht irgendwas. Das kann jetzt sein, ein einfacher GPIO-Kontakt sozusagen, der den Öffnungszustand von einem Fenster wieder spiegelt. Man kann natürlich auch einen Temperatursensor hernehmen und sagen, gut, ich habe jetzt einen Schwellwert, über dem ich einen Alarm auslöse, sprich jetzt in Richtung Server-Monitoring. Dem Serverraum darf es nicht heißer als X werden. Dann würde ich das Projekt Alert A empfehlen. Das ist eine Python-Bibliothek, die ist super modular. Man kann sehr viel leicht erweitern. Es gibt schon sehr, sehr, sehr viele, ich habe da auf der Folie stehen, Batteries included. Also es gibt bereits Templates für so ziemlich jeden Anwendungsfall, den ich mir vorstellen konnte. Und ich kann mir sehr viel vorstellen. Und das geht auch eigentlich out of the box. Voraussetzung ist, dass man ja nicht scheu ist, in Config-Files was zu ändern. Also Alert A wird über Config-Files gesteuert, das ist auch ganz praktisch, finde ich immer eigentlich, das zu backuppen oder auf andere Pi zu schieben. Vor allem Alert A ist auch dafür ausgerichtet, dass man verschiedene Raspberry Pis oder eben auch andere Systeme hat. Man kann einen PC auch reinhängen, einen Laptop und die kommunizieren dann alle miteinander. Und was mir dabei sehr gut gefällt, ist, dass man... Haben wir schon Updates? Es wird! Yay! Okay, super! Was man machen kann, ist, dass man, super, gut, kompetent zusammenhängt und eben so Ausfallszenarien definiert. Das heißt zum Beispiel, ich habe jetzt da zu Hause Hausnummer 5 Raspberry Pis und die überwachen sich gegenseitig. Das heißt, wenn eine Raspberry ausfällt, dann bekomme ich sofort automatisch ein E-Mail oder andere Raspberry übernimmt dann sogar die Funktion des Ausgefallenen, sofern halt möglich, also immer geht es ja nicht, wegen physische Location und so weiter. Aber es geht wirklich in Richtung Ausfallsicherheit, Security, ja, ist recht cool. Und da möchte ich jetzt, wo es wieder geht, sogar ein kleines Video zeigen. Da habe ich noch drauf geschrieben, @Squall01, der Entwickler, der André, ja, Kollege aus dem Ruhrgebiet, den kann man auch mal ein Private Message schicken und der antwortet dann auch immer ziemlich flink. Und ja, also ich zeige euch da jetzt noch mal eine kleine Demo jetzt da, wo das funktioniert. Ich versuche da ein bisschen dazu sprechen, weil hören wird es nicht besonders viel. Also das Setup schaut jetzt, muss jetzt nicht so ausschauen. es geht nur darum, dass man sieht, also er hat da auch eine recht schöne Oberfläche für ein Terminal, wo man eben die einzelnen Sensoren und den Status sieht. Wenn er das Fenster aufmacht, wird jetzt zum Beispiel gleich mal der Status vom, ich glaube Office Door ist das, Office Window Open gehen. Das heißt, da sehen wir sofort, da ist was passiert. Also es geht jetzt bei Alert A wirklich so um eher Sicherheitssystem, Monitoring, Alerting. Jetzt schaltet er gleich noch einen zusätzlichen Client dazu. Ich glaube eine Sirene. Das werdet ihr jetzt nicht vielleicht hören, das bin mir nicht sicher. Ihr nicht. Warten wir mal kurz ein paar Sekunden. Wenn ich leise bin, geht's vielleicht. Also wenn es jetzt aufmacht, sollte dann die Sirene losgehen. Ich höre es sogar. Und, also Entschuldigung jetzt für die, die einen Tinnitus haben.
Und er kriegt auch gleich eine Notification auf. Wieder abgeschalten. Und er bekommt dann auch eine Notification auf sein Android-Smartphone. Ihr habt zwar schon einen kleinen Screenshot gesehen. So. Gut. Also er hat jetzt auch eine Notification auf dem Android drauf und es gibt eine App dafür. Ihr müsst mir das jetzt einfach glauben. Ja. Gut, jetzt sieht man einen Sperrcode. Also wenn wir einen André kennt, das ist es. Und ja, also das Projekt finde ich schon ziemlich cool, es kann einiges, es ist vor allem sehr leicht zu erweitern, wenn man sich ein bisschen mit Python auskennt. Oh ja, so, das war mal Home-Automatisierung. Also diese drei Projekte, bitte nur merkt, notieren, auf den Folien anschauen, die sind definitiv wert, dass man sich das anschaut. So, jetzt habe ich zweimal ein Projekt als Raspberry Pi, als Display, beziehungsweise als Smart Screen. Klassisches Anwendungsbeispiel, wir haben irgendwo einen Monitor und möchten permanent eine Website, einen Kalender, sowas anzeigen. Ich selbst bin bei der Feuerwehr in Bezirk Leibniz, kleines Dorf, und wir haben da Blaulicht-SMS. Also Blaulicht-SMS ist so ein Dienst, der ist recht cool. Wenn es zu einer Sirenenalarmierung kommt, dann bekommen alle Feuerwehrmitglieder so eine Push-Notification auf ihr Handy und können dann eigentlich sagen, ja, ich komme zu einem Einsatz oder nein, ich komme jetzt nicht zu diesem Einsatz. Das poppt dann sofort auf dem Monitor, der in der Mitte in der Fahrzeughalle hängt. In dem Moment eigentlich, okay, für diesen Einsatz kommen jetzt die und die und die Mitglieder. Das ist vor allem deswegen sehr wichtig, weil wir haben so typische Ausfahrtzeit, ich glaube von im guten Fall 3 Minuten, im schlimmsten Fall 5 Minuten ist das erste Fahrzeug unterwegs nach der Sirenenalarmierung. Und wenn man jetzt wie ich 4 Minuten weg wohnt, dann kann es schon ganz spannend sein, weil das erste Fahrzeug erwische ich meistens nicht. Und wenn jetzt aber zum Beispiel Atemschutzträger sind Mangelware und wenn jetzt ein Atemschutzträger gesagt hat, er kommt, okay, dann wäre es sinnvoll, dass das große Auto, in dem die Atemschutzmasken drin sind, eben noch wartet auf den, also eben bei der Feuerwehr, Raspberry Pi, Datenstick dran, dass der im Internet hängt, der zeigt die Seite dann fertig aus. Also ganz einfache Anwendung, hat aber einen super Benefit, dass man eben im Einsatz gleich weiß, wer kommt, was ist los und vor allem auch für die, die nachkommen, so wie ich zum Beispiel, wenn ich mit dem zweiten Auto nachfahre, dann sehe ich, okay, die sind jetzt schon im Einsatz und da muss ich hinfahren. Also das zeigt dann auch neben so eine kleine Karte, und ich habe es bis dato leider noch nicht geschafft, dass ich es im Übungs- oder im Einsatzfall wirklich abfotografiert, jetzt bin ich nur so reingefahren und habe es einmal fotografiert. So. Zweiter Smart Screen, den ich umgesetzt habe, ist jetzt bei uns in der Firma, bei KS Engineers. Das hängt neben der Kaffeeküche, ist so ein 55 Zoll Monitor, glaube ich. 4K, wohlgemerkt. Mit Raspberry Pi 3B Plus. Der eine oder andere wird sich denken, geht nicht. Stimmt eigentlich. Es ist so, mit ein bisschen Tricksen geht's. Es ist halt, Videoschauen würde ich nicht unbedingt damit, weil wir schaffen momentan ca. 17 Frames pro Sekunde. Also es ist nicht optimal. Aber es geht. Es reicht zum Webseitenanzeigen. Also überhaupt kein Problem und wir visualisieren damit eben den Status der Nightly Builds, also sprich, wenn man in einen Stream bzw. Branch was reinschiebt, was pusht, in der Früh sieht man dann gleich, wir haben ziemlich viele Unit- und Integrationstests und man sieht dann einfach in der Früh beim Kaffee trinken, ach, in dem Stream, in dem ich was geändert habe, da sind jetzt die Unit-Tests XY nicht gegangen, das sollte ich jetzt wohl, also zur Sichtbarkeit. Ja, ein weiterer Anwendungsbeispiel, das ist auch eher so die Business-Richtung, Infrastructure-Erweiterung. Das heißt, wir verwenden auch in der Firma wiederum Chocolaty, da muss ich jetzt kurz ein bisschen Werbung dafür machen. Für die, die Windows beruflich verwenden müssen, sozusagen, sage ich jetzt einmal in dieser Audienz da, Chocolaty ist das, was uns auf Windows für 30 Jahre gefehlt hat. Sprich, das ist jetzt ein richtig brauchbarer Paketmanager für Windows. Das heißt, wenn ihr jetzt Infrastruktur automatisiert Pakete installieren wollt, das geht jetzt. Ihr braucht euch nicht mehr mit MSIs oder so herumärgern oder mit ZIPs, die ihr wohin kopiert und entpackt. Gibt einen Paketmanager, der kann das. Wenn ihr jetzt aber Remote Offices habt und in diesen eben auch Pakete installieren wollt, die Infrastruktur erweitern, dann ist die Raspberry Pi ein ganz cooles, kleines Ding, eine Plattform, in der man einfach einen Spiegel, einen Package Mirror einrichten kann, um eben entfernte Gebiete, wir haben zum Beispiel einen Mitarbeiter in Bregenz, der hat jetzt nicht so die tolle Internetanbindung, der wird jetzt dann, wenn das Projekt durchgeht, das ist jetzt noch in Arbeit, deswegen steht auch on my blog Zoom, der wird dann auch so eine Pi hinkriegen mit einer externen Festplatte und wenn jetzt ein
größeres Paket, wie zum Beispiel Visual Studio 2017 mit Settings halt 24 GB Installationsgröße braucht und der in Bregenz mit seiner 4 Megabit Leitung sitzt, dann mag er das halt nicht von unserem Firmenserver runterziehen, sondern es wäre cool, wenn es in der Nacht irgendwie automatisch die neuen Pakete synchronisiert werden oder von mir so am Wochenende und er zieht sie dann halt über 100 Megabit wesentlich schneller von der Pi, die daneben irgendwo im Kasten liegt. Also zur Infrastrukturerweiterung auch sehr gut geeignet. So, dann gibt es noch natürlich verschiedenste andere Projekte, wie zum Beispiel das Bauen einer Fotobox. Ich habe mir da eine Fotobox gebaut, die Links sind da hoffentlich dann alle, könntest du dann anschauen. Der erste Link geht ja auf meinen Blog, da habe ich so die Teilliste und wie ich das gemacht habe und ich habe ein Android-Tablet vorne drauf hängen und aber auch eine Raspberry Pi drinnen. Die große Frage ist, warum? Naja, es gibt zum Beispiel Apps wie die SLR-Booth, das ist eine Android-App, damit kann man schon relativ brauchbar Fotobox machen, wenn man ein Android-Tablet hat und da Spiegelreflexkamera in die Fotobox rein tut. Nur, was ist, wenn jetzt zum Beispiel die Gäste bei Hochzeit, wie auch immer, die Fotos gern oder ein Foto gern auf ihrem Handy hätten? Ja, und dann ist ganz cool, dann kann ich mit der Raspberry Pi einen Hotspot machen. Die Fotos, die rauskommen, die rechne ich immer runter, weil der Fotograf oder der Veranstalter hätte ja meistens gerne, dass vielleicht nicht das Originalbild mit, keine Ahnung, 4 oder 10 oder 32 Megabyte je nach Kamera auf dem Endgerät von den Kunden landet, sondern vielleicht eine 500 Kilobyte Variante mit, was nicht, 1024x7, auch das ist halt gerade gut genug für Social Media, vielleicht sogar mit einem Wasserzeichen drauf. Und dafür gibt es dann eben eine Raspberry Pi, die in der Fotobox drin ist, einen Hotspot macht und die Bilder runterrechnet und eben vielleicht sogar ja, gleich zum Download anbietet. Ja, dann bei den Linux-Tagen 2014 habe ich jetzt gefunden, haben wir schon Projekte vorgestellt, nämlich mitunter meinen Robotarm, habe ich das damals genannt. Ja, so ein Lego-Roboter mit... Ja, der hat zwei Achsen gehabt, mit denen er sich hat bewegen können. Drei Achsen, Entschuldigung, so halb. Und ja, mit der BrickPi, das ist ein Extension-Kit von Dexter Industries. Das ist so ein Board, das steckt man auf die Raspberry, auf die GPIOs drauf und kann dann Lego Mindstorms NXT und EV3 mittlerweile Motoren und Sensoren ansteuern, und zwar nativ mit Python, mit C, mit C++, mit Assembler, wenn man abenteuerlich ist und viel Zeit hat. Ja, das geht und das geht gut. Dann Raspberry Pi als Thin-Client ist im Einsatz, zum Beispiel in der Polytechnischen Schule in Wildon, da weiß ich es, weil da habe ich das gemacht. Original haben wir das gehabt, Raspberry Pis hinten auf den Monitoren, da sitzt noch ein 1er Pi, das ist das Original-Setup. Mittlerweile haben wir 2er und 3er Pis im Einsatz. Und zuerst haben wir uns ja hohe Ziele gesteckt gehabt. Wir haben das Linux Terminal Server Project mit Edubuntu verwendet, also wirklich LTSP als Host-Server auf einem guten Rechner. Und die Schüler haben dann auch in Edubuntu gearbeitet. Das wiederum hat sich auf Dauer nach 1,5 Studien leider nicht bewährt. Wir verwenden nach wie vor die Raspberry Pis, die connecten sich jetzt aber auf einen Windows Server 2016 Terminal Server. Aber dennoch, Raspberry Pi hier im Einsatz, super günstiges Terminal und die 2 und die 3 funktionieren auch wirklich gut, auch wenn es darum geht, dass man jetzt zum Beispiel einen USB-Stick vorwartet mit dem RDP-Protokoll, das funktioniert alles. Ja, dann gibt es spannende Neuigkeiten, ich weiß nicht, ob ihr das so verfolgt, Neuigkeiten, das ist jetzt gar nicht mehr so neu, aber man kann mit der Raspberry Pi jetzt auch, wenn man von Windows-Welt kommt, einiges machen. Es gibt das Windows IoT Core, das läuft auf der Raspberry Pi, auf den neuen Generationen zumindest. Es gibt PowerShell Core, das läuft im Raspbian mittlerweile, das braucht man sich nur installieren und man hat die PowerShell 6 und das funktioniert. Und es gibt auch das Microsoft PowerShell IoT, den Namespace, mit dem man zum Beispiel ganz easy LED-Matrix über die GPIOs machen kann, etc. Also da gibt es auch für jetzt die nicht so Linux-affinen User-Projekte. Und wenn euch das interessiert, beziehungsweise was man damit alles machen kann, empfehle ich Microsoft Texter.io. Das ist so ein Sammlung von Windows-IoT-Projekten und so ist es ganz lustig, weil wenn man dann auf die Seite schaut, ist so circa jedes dritte Raspberry Pi-Projekt und von denen wiederum jedes zweite eins, das mit Raspbian läuft und nur die Hälfte von denen mit Windows-IoT. Aber ja, das ist es. So, das war es jetzt auch schon von meiner Seite. Jetzt übernimmt wieder der Martin. Danke. Ja, ich würde noch ein bisschen was über Retro-Gaming sagen, weil es ist praktisch jetzt ein totales Thema, das jetzt kommerziell auch sehr angekommen ist. Es gibt diesen NES Mini, es gibt SNES Mini, C64 Mini, Sega Mega Drive Flashback, Atari Flashback, der
Smart Game Boy zum Beispiel, das sind also kommerzielle Produkte, die jetzt im Bereich Retro Gaming herausgekommen sind und für Raspberry Pi User eigentlich kein neues Thema. Von Anfang an hat es da schon Systeme gegeben, um auf der Raspberry Pi alte Konsolenspiele spielbar zu machen. Da gibt es vor allem drei Systeme, das ist RetroPie, RecallBox und Lacker. Ich möchte mich vor allem auf das Lacker ein bisschen beziehen, weil es vielleicht das System ist, das am wenigsten bekannt ist und das mir technisch am besten gefällt. Hat aber natürlich nicht nur Vorteile. Das Besondere ist, es unterstützt nicht nur die Raspberry Pi, sondern auch verschiedene sehr unterschiedliche Hardware-Systeme. Da wäre zum Beispiel die Orange Pi zu nennen, mit der ich mich auch immer wieder beschäftigt habe, die günstige Boards herstellt, die direkt aus China bezogen werden können. Es gibt Banana Pi, die jetzt aktuell nicht mehr so interessant sind, aber es gibt auch noch Odroid-Systeme, natürlich x86 und besonders interessant, dass die auch unterstützt werden, so Android-Media-Boxen kann man mit diesem System ausrüsten und die dann für anderes, also fürs Retro-Gaming benutzen. Die Technologie, die beim Lacker dahinter steckt, ist auf einer Seite einmal ein Minimal-Linux, nicht wie die anderen Systeme, die auf Raspbian aufsetzen, sondern diese setzen eher auf LibreELEC oder OpenELEC davor auf und haben dadurch ein relativ kleines System. Die Emulatoren selbst sind ausschließlich RetroArch-Simulatoren. Ich weiß nicht, ob es bekannt ist. Das ist also eine große Sammlung von verschiedenen Emulatoren, wobei die anderen Retro-Pi-Systeme auch Emulatoren inkludieren, die jetzt nicht von diesem RetroArch stammen, was den Nachteil hat, dass sie eigene Konfigurationsfile und eigene Systeme haben, wie sie Konfigurationen und Screendumps und Joystick-Konfigurationen ablegen. Und hier ist das praktisch nur die RetroArch-Emulatoren, was vielleicht nicht so viele dann sind, aber die zumindest einheitlich funktionieren. Und die Oberfläche schaut vielleicht nicht so gut aus wie beim RetroPie, ist eher einfache Oberfläche und dafür aber alles drinnen. Und es gibt nirgendwo eine Konsole, also ich komme jetzt eh schon mal zu den Vor- und Nachteilen dieses Systems. Es ist out of the box, man spielt es drauf und man kann in der Oberfläche alles parametrieren. Man braucht sich nie in irgendeiner Konsole bewegen. Und das sehe ich hier als großen Vorteil. Das ist wirklich wie ein kommerzielles System zu sehen. Was für mich sehr wichtig ist oder was mich sehr an dem RetroPie stört, ist, dass es immer aufpoppt mit, ich muss einen Joystick parametrieren, den Xbox-Controller, der auf der ganzen Welt gleich ist. Jedes Mal, wenn das RetroPie das erste Mal hochfährt, muss ich den parametrieren, obwohl jeder weiß, wie der belegt ist. Und das gibt es in diesen Systemen. Das sind alle Joysticks, die unterstützt werden, bereits vorparametriert und funktionieren, wie man sie das denken würde. Also es gibt nur diese RetroArch-Emulatoren. Dadurch ist alles einheitlich zu verwalten. Also keine Terminals mehr. Nachteile gibt es natürlich auch bei dem System im Vergleich vor allem zu diesen schon sehr lange in Entwicklungen RetroPie-System, das auch sehr aktiv entwickelt wird. Es hat ein eher unkompliziertes, einfaches Menü, das macht halt optisch nicht so viel her und beeindruckt nicht so. In dieser wollte ich halt Orange RetroPie gibt es nennen, das noch einmal das RetroPie aufgepeppt hat und das eigentlich die beste Oberfläche, die wir bis jetzt gesehen haben, liefert und auch mit Musik unterstützt, zum Beispiel das Menü, das was einen sehr guten Eindruck macht, aber dann, wenn dann die Emulatoren nicht richtig funktionieren, dann wieder praktisch für nichts ist, dass es gut ausschaut, aber es sollte ja eigentlich auch gut funktionieren. Ein Nachteil ist auch, dass man die Emulatoren beim Lacker-System nur über Samba oder über Secure Shell übertragen kann und da eigentlich kein Webserver drauf läuft. Für den, der was jetzt andere Emulatoren verwenden will, kann es natürlich auch ein Nachteil sein, dass es jetzt hier nur die RetroArch-Emulatoren gibt. Das System der Scrapper ist jetzt auch ein bisschen sonderbar gemacht im Lacker. Also das Lacker weiß, jedes Spiel erkennt es an einer Checksumme und also die werden über die Checksumme dann gescrapped, also erkannt und also für Bilder einblenden für die Spiele und das macht Lacker über den Namen. Also das RetroArch macht es über den Namen und bei Lacker ist es über die Summe. Warum dieses Thema bei uns interessant ist, wir bleiben ab und zu am Freitag länger in der Firma, um
uns ein bisschen die Zeit noch zu vertreiben. Hier sind so ein paar kleine Videos, wie das dann ausschaut. Wir, ganz rechts sieht man die Tür. Also das ist ein HDMI-Beamer, der das Spiel dann direkt auf die Wand projiziert. Und wir uns da gegenseitig praktisch so Multiplayer-Game spielen. So. Also das sind so beliebte Spiele, die wir spielen, also so Rennspiele oder Bomberman oder Worms sind so die üblichen Spiele. Ja, ich habe auch meine Erkenntnisse über das LACA in einem Buch zusammengefasst. Das gibt es auf Amazon Kindle, als Amazon Kindle Buch zum Kaufen. Und da habe ich nochmal bei dem System erklärt, wie man es aufsetzen kann bei der Raspberry Pi, bei der Orange Pi, wie man die Controller parametrieren kann, wenn man spezielle Controller hat oder die anders belegen will, und wie man die Spiele raufkriegt und wie man vor allem auch so Multiplayer-Spiele zum Laufen kriegt, weil das LACA-System eben beim NES also bis zu 5 Controller unterstützt, und beim PS1 gibt es 8 Controller, die unterstützt werden können. Und wir haben auch schon Micro Machines mit zu 6, glaube ich, war das Maximum, was wir gespielt haben. War ganz, ganz lustig. Und auf dem Bild sehen wir auch so Hardware, die wir da zusammengebaut haben und verwendet haben. Ganz unten sehen wir eben so ein Gehäuse, das jetzt ganz innen ist sozusagen. Das ist ein Raspberry Pi Gehäuse im Style eines NES, das man zum Kaufen bekommt. Und das rechts davon ist ein Orange Pi, und das ist in einem 3D-Gehäuse. Ja. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und hoffen, dass es interessant für euch war. Gibt es noch irgendwelche Fragen, die wir jetzt beantworten sollen? Ja, bitte. Am Anfang ja. Das kann ich nicht. Ja, ist klar. Ich wiederhole die Frage. Also es ist ja bei der Raspberry Pi 3 ein neuerer Prozessor drin, der auch ARM64 unterstützt, also ein eine ARMv8-Architektur, die 64-Bit unterstützt. Und diese wird natürlich in dem Fall nicht optimal betrieben, weil er wird ja als 32-Bit-Prozessor betrieben mit Raspbian, um die Kompatibilität zum alten System zu behalten. Also die Raspberry Pi Foundation hat Entscheidungen getroffen, hauptsächlich auf Kompatibilität. Die sagen, Kompatibilität ist uns sehr wichtig, und deswegen verzichten sie auf, was immer das auch bringen würde, auf 64-Bit zu gehen. Nur das 64-Bit ist natürlich, man kennt es jetzt eh, also wir haben es ja alle mitgemacht, die 64-Bit-Wandlung. Das würde ja bedeuten, dass alle Applikationen 64-Bit kompiliert werden müssen. Und Das steht nicht für die Kompatibilität sozusagen. Also wird wohl sein, dass das vielleicht Performance bringt, aber es gibt eigene Images, glaube ich, mit 64-Bit. Arch gibt es, glaube ich, was. Aber ich habe mir selbst noch nie angeschaut, und es ist nicht in meinem Fokus gewesen, da jetzt das Letzte rauszuholen. Es kommt immer darauf an. Also ist auch dieses LACA-System oder die Emulatoren, die jetzt schon auf Performance optimiert sind, benutzen auch nicht die 64-Bit-Systeme. Noch Fragen? Ja, also wir sind noch am Stand. Falls wer Fragen oder Informationen haben will, die Folien werden auf der Homepage noch zur Verfügung gestellt. Und ansonsten, wenn es irgendwelche Interesse am Raspberry Jam noch gibt, wir haben eben diese Homepage und einen Twitter-Account angelegt und sind darüber nachher erreichbar. Ja, gibt sicher Cross-Compile-Umgebungen, aber das ist jetzt kein Thema, wo ich mich damit beschäftigt habe. Also die Frage war, ob es Cross-Compiler gibt für die Raspberry Pi, sodass ich zum Beispiel auf einem Laptop, auf einem x86er direkt für die Raspberry Pi was kompilieren kann. Ist jetzt nicht so mein Thema, kenne ich mich nicht so aus, aber gibt es, ja. Gibt Systeme.